Meine Damen und Herren, willkommen zurück bei der multivariaten Statistik. Wir bewegen uns heute aus dem linearen Modell, wie wir es kennen, ein bisschen raus und erweitern wirklich unseren Werkzeugkasten um die sogenannten generalisierten linearen Modelle. Wir generalisieren also das, was wir schon können, auf neue Problemfelder, auf neue abhängige Variablen, die wir bisher eigentlich mit unserem bestehenden linearen Modell nicht wirklich einfangen konnten. Auf den ersten Blick sind wir also schon sehr, sehr tief im Semester. Heute lassen wir die geometrischen Themen so ein bisschen außen vor, weil sich an der Geometrie, wenn wir diese, man könnte sagen, Generalisierung des linearen Modells jetzt vornehmen, dann wiederum, nachdem wir diese Generalisierung gemacht haben, eigentlich nichts ändert. Ganz kurz, das generalisierte lineare Modell, was haben wir denn dort bisher gefordert? Wir haben gefordert, das ist hier oben nochmal gezeigt, dass y eine stetige, im besten Fall auch quasi normal verteilte Größe ist. Warum war das aber sinnvoll? Deshalb haben wir auch mit solchen Transformationen mal rumgemacht und gesagt, vielleicht ist es manchmal sinnvoll, y ein bisschen zu transformieren. Warum? Weil wir fordern als ganz hartes Kriterium, damit auch die Least Squares Schätzung funktioniert, dass der Messfehler normal verteilt sein muss. Das ist die strenge Forderung. Also Epsilon muss normal verteilt sein. Das testen wir dann, indem wir unsere Residuen in unseren Daten sozusagen auf Normalverteilung hin prüfen, optisch oder auch mit einem Signifikanztest. Was wir oft machen, nur nochmal zur Abkürzung, weil ich das auf späteren Slides immer wieder verwende, wir können diese Linearkombination im linearen Modell, also das eigentliche lineare Modell, sprich irgendeine Konstante plus diese skalierte Summe, diese gewichtete Summe unserer Regressoren, hier Beta 1 Hut mal x1 mal dem ersten Regressor und so weiter bis Beta K für den k-ten Regressor. Das kann man natürlich zusammenfassen, das ist hier unten gezeigt, mit diesem Summenzeichen, oder? Das ist sozusagen bekannt, dass wir sagen, das ist unser linearer Prädiktor, unser lineares Modell, manchmal auch als Eta bezeichnet. Okay? So, Aufmerksamkeit heute liegt also darauf, dass wir das hier vorne gefordert haben, dass wir gesagt haben, y muss sehr spezielle Eigenschaften haben, muss eine metrische Variable sein, die also eigentlich, also mindestens intervallskaliert ist, all mögliche Werte annehmen kann. Viele der Fragen, die uns als Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Akademikerinnen, Akademiker in all möglichen Lebensbereichen interessieren, haben aber nicht diese Eigenschaft. Betrachten wir diese Dame, die hier auf der See, wahrscheinlich in irgendeinem Fjord oder so, am Angeln ist. Wie könnten wir den Fischfangerfolg dieser Dame messen? Das ist natürlich ein bisschen ein lahmer Scherz, den ich hier mache. Sie ahnen es vielleicht schon. Also ich kann ja sagen, sie fährt heute raus und fängt heute keinen Fisch. Ja? Letzten Sonntag war sie rausgefahren, da hat sie 4 Fische gefangen. Und zu einer bestimmten Zeit in diesem Fjord kann man da auch an einem Tag aber mal 20 Fische rausholen. Dies sind abzählbare Daten. Wie viele Fische habe ich? Sogenannte Count Data im Englischen, Zähldaten. Dazu kommt noch, dass es erstmal ein relativ seltenes Ereignis ist. Gegeben auf die Zeit, die Dame da auf dem Boot sitzt, ist es wahrscheinlich selten. Das könnte sie alles jetzt schon erinnern an die sogenannte Poisson-Verteilung. Das ist auch der lahme Scherz mit den Fischen hier natürlich, die Poisson-Verteilung. Die Poisson-Verteilung haben wir immer dann benutzt, wenn wir Zähldaten hatten, also abzählbare Ereignisse, die darüber hinaus im Falle der Poisson-Verteilung auch eher selten sind. Das ist letztlich eine geringe Auftretenswahrscheinlichkeit pro betrachteten Zeit. Raum oder pro betrachteten Raum, pro betrachtete Einheit haben. Ja. Definitiv sind solche Zähldaten aber nicht normal verteilt. Also sie sind nicht stetig, sie haben unten eine harte Grenze. Sie können sich eigentlich weniger als 0 Fische, kann ich halt auch nicht aus dem Fjord ziehen. Passt alles nicht so richtig.
Da werden wir zur sogenannten Poisson-Regression greifen. Ich mache das heute also ein bisschen so, sollte ich nochmal sagen. Ich führe jetzt kurz die Idee des generalisierten linearen Modells ein, bevor wir in der zweiten Hälfte sehr spezifisch die wichtigste Form, aber eine spezifische Form, nämlich die logistische Regression betrachten. Hier jetzt vorneweg also Beispiele für generalisierte lineare Modelle, wie sie Ihnen unterkommen können. Die haben dann, das sehen wir auch gleich, alle was gemeinsam, deshalb nennt man sie generalisierte lineare Modelle. Also, hier würden wir zu einer sogenannten Poisson-Regression greifen, manchmal auch die sogenannte negative binomiale Regression. Die versucht wiederum, ein kleines Problem von Poisson-verteilten Daten zu korrigieren. Aber merken wir uns mal, Poisson-Regression gibt es. Ganz, glaube ich, nah an dem, was viele von uns als Psychologinnen und Psychologen, Sozialwissenschaftler, durchaus auch die Hörakustikerinnen und Hörakustiker im Kurs interessieren sollte. Jeder, der ein bisschen einen klinischen Blickwinkel pflegt. In klinischen Fragestellungen ist es ganz oft so, dass uns eigentlich interessiert, auch wenn wir versuchen, solche Zusammenhänge zu verstehen, wie wir es mit dem linearen Modell können, wie wird der Outcome sein, wie wird das Ergebnis sein, und das, was uns da oft interessiert, sind letztlich dichotome Variablen, kategoriale Variablen, kann man auch sagen. Uns interessiert eigentlich, wirst du diese Krankheit ausbilden oder nicht, zum Beispiel. Ja? Also wenn man hier dieses Foto mit den Schulkindern anguckt, wahrscheinlich aus England oder so, die haben alle so schöne Uniformen an, dann kann man sich natürlich fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Mädchen hier vorne eine psychische Erkrankung ausbilden wird später im Leben. Ja? Und jetzt habe ich es schon als Wahrscheinlichkeit formuliert. Erstmal kann ich aber sagen, wie könnte ich das modellieren, zu sagen, ich habe jetzt 300 Schulkinder gemessen und die dann als Adoleszente, als junge Erwachsene wieder gemessen. Und dann weiß ich sozusagen in meiner Y-Variable eigentlich, okay, die hat eine Diagnose für eine psychische Krankheit bekommen, die auch, der auch, die aber alle nicht. Also man kann sich das dann vorstellen wie so einen langen Vektor aus Nullen und Einsen letztlich. Also Zustand Patientin, Zustand Patient versus Zustand keine Diagnose, kein Patientenstatus. So, was machen wir da? Das ist ja ebenfalls eine Variable, die wir hatten ja eigentlich gefordert, die sollten ja stetig sein, unsere abhängigen Variablen, unsere Outcome-Measures. Und die Normalverteiltheit war eben sehr, sehr nützlich, damit der Messfehler normal verteilt sein kann. Ganz hart betrachtet, wenn ich mir das hier jetzt angucke, was ist denn, wenn ich so eine Vorhersage mache, wirst du psychisch krank oder nicht? Dann kann ich ja eigentlich nur auf eine Art oder auf zwei Arten quasi falsch liegen. Ich kann halt sagen, du warst psychisch krank, mein lineares Modell hat aber gesagt, du wirst nicht psychisch krank. Dann ist es so gesehen halt ein Kategorienfehler. Ich bin genau in der falschen Kategorie gelandet. Oder umgekehrt. Also du bist nicht psychisch krank, mein Modell sagt aber, du müsstest eigentlich psychisch krank geworden sein. Dieser Messfehler, der ist also entweder 0 oder 1. Also ist nicht normal verteilt, oder? Also das, was wir kennen, Kleinstquadrate, so schöne Abweichungen, unterschiedlich große Abweichungen rund um die Gerade, die kann es erstmal so eigentlich nicht geben. Geht also nicht. Dort, das ist eigentlich das Kernanwendungsgebiet der sogenannten logistischen Regression. Das werden wir dann auch gleich heute noch viel machen. Ein anderes Bild möchte ich nur kurz noch anreißen. Wir haben am Schluss der Vorlesung dann auch ein Datenbeispiel dazu, wenn man so will. Nämlich rund um die Frage, rund um die Frage, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein negatives Ereignis eintritt, in diesem Fall, der hier nur angedeutet ist mit der Kaplan-Meier-Kurve. Um die Kurve geht es mir eigentlich nicht. Das ist mehr wie so ein, können Sie sich vorstellen, die hat hier die gleiche Funktion wie auf den anderen Slides, so ein Foto. Ja, das ist nur so ein typisches Bild aus der Epidemiologie eigentlich, so ein Kaplan-Meier-Plot. Was der einfangen soll, so ein Kaplan-Meier-Plot, ist also, ich starte mit einer Kohorte von Patienten zum Beispiel, die sind alle am Leben. Ja, deshalb nennt man das manchmal auch Survival Analysis. Das kann man auch für iPhones oder Laptops benutzen,
oder sonstige Probleme, die mit technischen Geräten auftreten können. Das muss nicht das echte Versterben einer Patientin, eines Patienten sein, aber da kommt es her. Survival Analysis. Also die Idee, wie wir heute seid ihr alle am Leben, zum Glück. Aber indem wir die Zeit voranschreiten, wird es vielleicht nicht mehr der Fall sein. Und was ist die Wahrscheinlichkeit, dass du also im nächsten Jahr oder in den nächsten 5 Jahren, wird oft gemacht in der Epidemiologie, dass du verstirbst, gegeben, dass du heute noch nicht verstorben bist? Es ist also, was ich hier gerade sprachlich mache, ein Wahrscheinlichkeitsausdruck, und zwar ein sogenannter Hazard. Hazard heißt ja eigentlich umgangssprachlich sowas wie ein Risiko, also Life Hazards. Also das ist eigentlich fast umgangssprachlich das gleiche wie ein Risiko. Halt die schlimmen Dinge, die einem so passieren können, ja, oder die Risiken, die man halt auf sich nimmt, wenn man lebt. Mathematisch, wahrscheinlichkeitstheoretisch ist der Hazard aber etwas ganz Spezielles, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass etwas zum Zeitpunkt T eintritt. Sehen Sie das? Der Hazard da oben, der hat auch so ein, in Klammer T, der hat so ein Index T quasi hier, ja. Der Hazard T ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas jetzt eintritt zum Zeitpunkt T, gegeben, dass es bis jetzt noch nicht eingetreten ist. Das ist also eine bedingte Wahrscheinlichkeit eigentlich. Ja. Ist eine Wahrscheinlichkeit, wiederum nichts normal verteilt ist, sondern ein Hazard. Kann auch nur zwischen 0 und 1 liegen, wie jede Wahrscheinlichkeit nur zwischen 0 und 1 liegen kann. So, jetzt haben wir also 3 Fälle gesehen von abhängigen Variablen, die uns interessieren können, die aber nicht normal verteilt sein können eigentlich und die unser lineares Modell dann vor Probleme stellen. Für diesen Fall hier, Entschuldigung, nur noch die Einblendung, damit ich es auch kommentiert habe, für diese Fälle, Dinge, die noch nicht eingetreten sind, die aber vielleicht eintreten, und wir interessieren uns für die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten, gegeben, dass sie noch nicht eingetreten sind, verwendet man oft die sogenannte Cox Regression, benannt nach David Cox heißt er, glaube ich. Das ist jetzt ein sehr, sehr alter Mann, der ist 96, jetzt ist immer noch aktiv als Statistiker. Der hat in den späten 60er und frühen 70er die Cox Regression etabliert. Die ist jetzt nach ihm benannt oft. Das genau gleiche nennt man oft in der Literatur auch Proportional Hazard Model. Warum Proportional? Sehen wir später vielleicht. Aber Hazard wird dort auf jeden Fall modelliert, was wir hier auf diesem Slide haben. Und wie gesagt, eigentlich ist es auch eine Art, um die sogenannte Survival Analysis im Rahmen linearer Modelle auszuwerten. Gut, sehr oberflächlich bleibe ich noch kurz bei der Cox Regression, um Sie einmal kurz zu schocken mit der Grundidee, die wir jetzt hier zur Anwendung bringen. Wir könnten mal kurz als Beispiel Folgendes uns vorstellen. Hazard hatte ich gerade kurz eingeführt. Und das wenden wir jetzt mal ein bisschen auf Ihre Lebenswelt ein bisschen mehr, indem wir sagen, der Hazard ist die Wahrscheinlichkeit des Studienabbruchs, gegeben, dass du jetzt gerade noch studierst, und zwar seit 2 Jahren. Ja? Das ist die, wir fragen also, was die Wahrscheinlichkeit deines Studienabbruchs in den nächsten Zeit ist eigentlich unscharf formuliert. Wir gucken auf einen Zeitraum von 2 Jahren und sagen, was die Wahrscheinlichkeit des Studienabbruchs gegeben, dass du noch studierst. Und dann haben wir 3 Regressoren hier zur Hand, die wir betrachten wollen, deren potenziellen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des Studienabbruchs, auf den Hazard, wir uns anschauen wollen. Sagen wir mal depressive Neigung, sagen wir mal Geschlecht, damit Kodierung können wir, sagen wir mal die soziale Unterstützung, die du erfährst, vielleicht die selbst erlebte soziale Unterstützung oder auch die soziale Unterstützung, die könnte auch operationalisiert sein, vielleicht als die Größe des Freundeskreises, das sozialen Netzwerke etc. 3 Regressoren. Ich mache auch gar kein Zahlenbeispiel, wir bleiben sehr abstrakt, aber damit Sie sich das vorstellen können. Jetzt könnten wir also irgendwie schreiben, und das steht hier gleich mal schockierenderweise, sieht ein bisschen, also ich habe das mal so hingeschrieben, damit Sie viele Dinge sehen, die Sie schon kennen und ein paar, die Sie nicht so kennen. Also H, okay, ist dieser Hazard, den wollen wir wohl irgendwie kennen, modellieren. Deshalb steht er da links. Ja. Was jetzt auf der rechten Seite passiert, ist ganz interessant. Da steht irgendwas, was H0 heißt. Wissen wir nicht genau, was das ist. Aber das zeichnet sich offensichtlich dadurch aus, dass es nichts mit X zu tun hat. Können wir also vielleicht akzeptieren, dass das die Funktion des Intercepts haben wird, den wir aus dem linearen Modell kennen?
Und dann passiert Folgendes, dann wird multipliziert, das ist interessant, und dann steht hier exp. Was heißt exp? Exp heißt Exponent und meint eigentlich einfach, nicht eigentlich, meint einfach die Eulersche Zahl, also e hoch. Ja? E hoch, habe ich schon mal erwähnt, ist quasi das Komplement zum natürlichen Logarithmus. Ja? Also diese Operation, die jetzt hier gleich passiert, dass da e hoch irgendwas genommen wird, die könnte ich wieder rückabwickeln. Haben wir nachher auch nochmal einen Slide, der das nochmal für alle nochmal erklärt. Könnte ich wieder rückabwickeln, indem ich den Log von dem Ganzen wieder nehme. Ja? So, aber interessanter vielleicht, hier drin habe ich doch was, das kommt uns doch sehr bekannt vor. Das ist doch eigentlich unser linearer Prädiktor, oder? X1 war die depressive Neigung, X2 das Geschlecht, X3 die soziale Unterstützung und vielleicht gibt es noch ein paar mehr. Und die werden jeweils mit einem B multipliziert und dann wird das Ganze summiert. Das ist unsere typische Linearkombination der Regressoren, wie wir sie als Eta zum Beispiel bezeichnen könnten und die wir jetzt auch hier gleich zusammenfassen könnten mit einem Summenzeichen. Und hier steht es nochmal, also dieses H0 ist im Prinzip der Baseline Hazard. Die Eintretenswahrscheinlichkeit bei dir für den Studienabbruch, wenn alle anderen Regressoren, die da noch kommen, gleich 0 sind. Ja? Dann habe ich nämlich hier E hoch 0 und dann ist das 1 und dann bleibt mir quasi nur das. Das hat also wirklich genau die Funktion, die in unseren einfachen linearen Modellen, wie wir sie kennen, der Intercept hat. Und dieser Hazard ist also dann die Wahrscheinlichkeit, dass etwas jetzt eintritt, zum Beispiel in den nächsten 2 Jahren, wenn es bisher noch nicht eingetreten ist. Genau. Und jetzt auf diesem Slide hier passiert jetzt die Kernoperation schon einmal kurz illustriert, die das generalisierte lineare Modell ausmacht. Wenn Sie mal Ihr Auge von hier oben nach hier unten schweifen lassen. Und sich das als 2 Gleichungen vorstellen, als eigentlich einfach eine Umformung, das ist es nämlich, dann sehen Sie erstmal mit großer Erleichterung, dass hier rechter Hand wieder genau das steht, was wir aus dem linearen Modell kennen, oder? Das ist unser linearer Prädiktor. B1 mal X1 und so aufsummiert. Wunderbar, kennen wir. Aber was ist links passiert? Links steht hier oben etwas, was wir, von dem ich jetzt zumindest mal behauptet habe, dass es sich nicht eignet für ein lineares Modell, nämlich ein Hazard. Also eine Wahrscheinlichkeit, haben wir gesagt, zwischen 0 und 1. Die kann ich nicht gut in ein lineares Modell pressen, da werde ich keine normal verteilten Residuen bekommen. Allerhand theoretische Probleme. Ja. Hier unten sieht es dafür sehr gefährlich aus auf der linken Seite. Was ist da passiert? Also, erstmal wurde ja offensichtlich also irgendwie sollte aufgelöst werden quasi nach, also die ganze Bestrebung hier war, dass die rechte Seite so aussieht, wie wir sie kennen. Ja, dass die rechte Seite unser schöner linearer Prädiktor ist. Dass wir also unser lineares Modell anwenden können. Damit es geht, muss also offensichtlich links auf der Outcome-Seite, auf der Y-Seite quasi was gemacht werden. Und was wird da gemacht? Erstmal wird durch H0 geteilt. Dann ist es keine Wahrscheinlichkeit mehr, kein Hazard, sondern ein Hazard-Verhältnis. Eine Änderung des Hazards, ja? Hazard zum Zeitpunkt T oder für den Zeitpunkt T geteilt durch einen anderen Hazard für den Zeitpunkt T, nämlich diesen H0T. Das ist also hier ein Hazard-Verhältnis. So, und jetzt mussten wir natürlich dieses E hoch, da stand jetzt rechts noch E hoch. Um das loszuwerden, machen wir genau den Trick, den ich erwähnt habe. Wir nehmen den Logarithmus dieser Seite. Und dann müssen wir es natürlich, weil Gleichung auf der anderen Seite auch machen. Und so steht es dann hier. Der natürliche Logarithmus, ich schreibe da oft auch einfach Log. Hatte ich, glaube ich, schon mal vorausgeschickt, dass wenn ich von Log spreche und es nicht qualifiziere, ist üblicherweise der Log zur Basis E ist, also der natürliche Logarithmus, den man auch, ja, sehr oft ln schreibt. Das kommt aus den Programmiersprachen, MATLAB und so, die verwenden einfach log, dort ist log der ln. So, also, der natürliche Logarithmus dieses Hazards-Verhältnis habe ich jetzt per einfacher Umformung mich eigentlich überzeugt, der entspricht genau meinem linearen Prädiktor.
Was macht ein generalisiertes lineares Modell also? Können wir nach 20 Minuten hier festhalten. Das war die Einleitung zu den generalisierten linearen Modellen. Diese Generalisierung besteht offensichtlich darin, dass ich auf der y-Seite eine Funktion finde, ich könnte sagen, auch eine Transformation des mich Interessierenden finde, so dass auf der rechten Seite was Handelbares, was Managebares, was Bekanntes, was einfach Lineares steht. Ja? Das generalisierte lineare Modell zeichnet sich also dadurch aus, rechts hat sich gar nichts geändert, aber links müssen wir, damit sich rechts nichts ändert, was ändern. Die y-Variable, die uns eigentlich interessiert, die stopfen wir nicht ins Modell, sondern wir finden eine sogenannte Link-Funktion. Wir finden eine Funktion von y. In dem Fall ist es also quasi der Logarithmus des Hazard-Verhältnisses statt einfach der Hazard, der uns interessiert. Aber das ist eine mathematische Funktion voneinander. Die modelliere ich dann als mein Outcome. Genau. Generalisierte lineare Modelle zeichnen sich also immer dadurch aus, dass ich eine Funktion von y modelliere mit meinem linearen Prädiktor. Ja, hier rechts alles bekannt, aber hier steht nicht y-Hut, sondern g von y-Hut. G ist also jetzt hier nur ein Platzhalter für eine noch auszubuchstabierende mathematische Funktion. Und es sind eben verschiedene Funktionen dafür im Gebrauch. Das haben wir gesagt. Und dieses gy, das ist quasi, was immer da steht, dann auf der linken Seite in einem generalisierten linearen Modell, ist eine Link-Funktion von y. Ja? Eine Funktion von y, die zum linearen Prädiktor, dem rechts, dann in einem ganz einfachen, die sich als einfache lineare Funktion der Regressoren x hier ausdrücken lässt. Damit also rechts ist alles bekannt. Und besonders, das waren die Fälle, die wir eingeführt haben, wenn y selber eben nicht keine stetige normalverteilte Größe ist. Das heißt, wir brauchen zwei Zutaten. Links brauchen wir das, was wir kennen. Deshalb heißt das generalisierte lineare Modell immer noch lineares Modell. Aber warum ist es generalisiert? Weil wir zweitens eine Link-Funktion finden müssen. Das kann natürlich auch einfach die sogenannte Identity sein. Das ist ein mathematischer Trick. Streng genommen kann ich sagen, gut, die Identity-Funktion, die mappt also y auf y. Das ist jetzt sehr geschwollen ausgedrückt, aber das ist wichtig, dass man sich das klar macht. Denn man kann mit einem generalisierten linearen Modell in R oder in Statistikprogrammen, MATLAB, man kann mit dem generalisierten linearen Modell auch das einfache lineare Modell rechnen, wenn man als Link-Funktion die sogenannte Identity nimmt. Also nimm einfach y selber, weil y ist schon linear. Das ist der sehr langweilige Fall. Der viel interessantere Fall ist zu sagen, zum Beispiel, ich nehme den Logarithmus, den natürlichen Logarithmus meiner Variable y. Das machen wir in der sogenannten Poisson-Regression, also wenn y eigentlich Zähldaten sind. Gestern habe ich ein schönes Paper gelesen, da ging es um, berühmtes Paper, da ging es um Gang Violence in Baltimore. Da wurde gemessen, da war die abhängige Variable Anzahl gewalttätiger Auseinandersetzungen, also letztlich mit Waffen Auseinandersetzungen in einer bestimmten Nacht oder in einer Woche, an einem Wochenende oder so. Kann ich zählen, ja, da kommen halt entweder 0, 1, 5 oder 7 Meldungen bei der Polizei in Baltimore an, dass es irgendwie Auseinandersetzungen mit Waffengewalt gab. Wenn ich jetzt irgendein Sozialprogramm mache, dann möchte ich vielleicht zeigen, ob diese Waffengewalt runtergeht. Diese Anzahl gewalttätiger Ereignisse am Wochenende. Dann greife ich zu einer Poisson-Regression, weil ich den Log dieser Ereignisse quasi dann modellieren kann. Da wäre die Link-Funktion der Log. Und was wir gleich jetzt noch sehr ausführlich machen werden, ist die sogenannte Logit-Funktion. Die ist nochmal ein bisschen gemeiner. Das ist der Log der Odds, muss man sagen. Oder der der Log des Chancenverhältnisses, so kann man es sagen. Gucken wir uns aber gleich im Detail an. Aber das wird eine Funktion sein, die sogenannte Logit-Funktion, die sehr oft als Link-Funktion verwendet wird. Es gibt noch ein paar andere, es gibt noch die Probit-Funktion, die sieht genauso aus wie die Logit-Funktion, ist aber quasi
Eine andere Funktion. Die benutzt quasi die, das ist das Integral der, genau, das ist die Kumulative der Standard-Normalverteilung. Hat aber auch so eine sigmoide Form, wie wir gleich bei der Logik sehen werden. Deshalb wird es auch oft verwendet. Linkfunktionen gibt es viele. Hier in diesem roten Kasten haben Sie die zwei typischsten und auch die zwei, mit denen Sie es hier zu tun bekommen werden. Zur Motivation der logistischen Regression jetzt also. Eminent wichtig in der Psychologie die Idee, dass sich eben oft als abhängiges Maß, als Outcome einen Status letztlich habe, also ein dichotomes Merkmal. Wirst du Patient, wirst du kein Patient? Und das kann ich natürlich auch im Sinne eines Art Prädiktionsspiels machen. Ich weiß irgendwas über dich, ich habe ein paar Variablen gemessen und versuche jetzt, um zu verstehen, wie die Welt funktioniert, herauszufinden, ob ich mit diesen Variablen schon vorhersagen kann, ob du Patient bist oder nicht. Macht man natürlich an Daten, wo man schon weiß, wer Patient ist und wer nicht, aber man macht diese Spielchen natürlich, diese Modelle, um für zukünftige Fälle was zu entwickeln. Also in der klinischen Psychologie oder in der Psychiatrie sollte man sagen, ist natürlich ein großes Thema Früherkennung von psychischen Erkrankungen. Also bei 16-, 17-Jährigen, die in der Schule nachlassen und die viel kiffen, die werden aber deshalb nicht alle, die werden nicht alle schizophren. Von denen werden natürlich die wenigsten irgendwie eine schizophrene Erkrankung entwickeln. Aber dies frühzeitig zu erkennen, letztlich um früher intervenieren zu können, wäre wichtig. Und dafür braucht man solche Modelle, wie wir sie jetzt hier sehr, sehr vereinfacht besprechen. Also, ich habe hier mal mitgebracht ein paar Patienten und ein paar Kontrollen. Frei erfundene Daten im Übrigen. Aber wir können uns, glaube ich, darauf einlassen. Patienten und Kontrollen. Und gemessen wurde jetzt bei denen die Reaktionszeit in so einer kognitiven, vielleicht so einer Gedächtnisaufgabe oder sowas am Computer. Was ich hier gemacht habe, nur um euch, nur damit es hier in den Plot besser reinpasst, das sind irgendwie, ist egal, Sekunden, Logsekunden. Das sieht eher ziemlich lang aus. Das müssten eigentlich Sekunden dann sein. Egal, eine eigentlich nett verteilte, zumindest sich nett verteilen könnende metrische Variable Reaktionszeit für diese zwei Gruppen. Uns interessiert aber, wie gerade länglich ausgeführt, oft das umgekehrte Spiel. Das heißt, mich interessiert erstmal eigentlich interessante Beobachtung, dass die sich unterscheiden oder dass es hier so eine Tendenz gibt, dass die Patienten länger brauchen. Aber eigentlich interessiert mich das Umgekehrte. Eigentlich interessiert mich, kann ich was über deinen Patientenstatus wissen, wenn ich deine Reaktionszeit kenne. Ich würde also eigentlich jetzt gern einfach mal X und Y flippen, ja? Und Sie können sich hier, bevor ich es flippe, nochmal kurz angucken, wie würden Sie das in einem linearen Modell auswerten? Wäre kein Problem. Sie hätten einen Dummy-Regressor, den Sie brauchen, um diese K gleich 2 Zustände, Patient-Kontrolle auszudrücken. Und mit diesem Dummy-Regressor könnten Sie also für diesen Gruppenunterschied, das wäre identisch mit einem T-Test, was da rauskommt, ein lineares Modell fitten quasi und schauen, ob es einen bedeutsamen von null verschiedenen Unterschied hier gibt zwischen Patienten allgemein und Kontrollen allgemein. Wenn wir das umdrehen, passiert Folgendes. Ich plotte jetzt die Reaktionszeit als meinen Prädiktor, den ich von dir, von allen Probanden habe, auf die X-Achse. Und habe jetzt auf der Y-Achse, dann sieht man es mal schön, wie unmetrisch das ist, auf der Y-Achse eigentlich, da habe ich zwar jetzt hier noch diese Zahlen dazwischen gemacht, aber streng genommen sind die total egal. Die dürften, eigentlich müsste ich sie sogar wegmachen, denn das ist keine metrische Achse erstmal. Erstmal ist das eine Achse, die hat genau zwei Zustände, 0 und 1, ja. Und dann liegen also entsprechend die ganzen Nicht-Patienten hier unten, denn diese Variable habe ich mal Ist-Patient genannt, ein Indikator oder Dummy-Variable, die immer dann 0 ist, wenn du eben kein Patient bist und 1, wenn du Patient bist. So, das ist jetzt die Datenlage, mit der du jetzt mit dem linearen Modell angreifen müsstest, wenn dich diese Vorhersage oder man könnte auch sagen Klassifikation des Patientenstatus interessiert und das wird nicht richtig funktionieren. Warum nicht? Wenn ich eine lineare Regression mache, kann ich machen, ja, das Statistikprogramm macht es für dich. Dann kriegst du eine Regressionsgleichung, wenn du an diesen Daten das tust, die lautet
Ja, was das links ist, weiß ich gar nicht richtig, was ich da hinschreiben soll, aber auf jeden Fall die Gleichung rechts lautet minus Punkt 26. Das scheint so eine Art Intercept zu sein, oder ist der Intercept plus 0,09 mal die Reaktionszeit. Was heißt das für die Interpretation im Schnelldurchlauf? Wenn ich also eine Reaktionszeit von 0 hätte, dann fällt das da hinten weg. Dann bleibt mir ein Patientenstatus, der nicht 1 ist und der nicht 0 ist, sondern der ist minus Punkt 26. Das ist offensichtlich Quatsch. Also in unsere, wir können dazu gibt es keine sinnvolle Interpretation. Auch nicht so richtig eingängig ist die Interpretation des B1, denn die wäre, ja gut, um jede Log-Reaktionszeit mehr, bin ich dann um 0,09, was denn, mehr Patient. Um 0,09% mehr Patient. Es führt alles nirgends hin. Ja? Auch hier grafisch nochmal, bitte überlegen Sie sich, was ist dieser Y-Achsenabschnitt minus Punkt 26? Der ergibt sich dort, wo ja quasi hier diese X-Achse ihren Nullpunkt hat, quasi dann, ja, wo die das schneidet. Die schneidet es eben bei minus Punkt 26. Es passt alles vorne und hinten nicht zusammen. Wir brauchen deshalb also offensichtlich eine Link-Funktion. Diese Y-Variable lässt sich nicht modellieren. Wir müssen eine Variable, eine adäquate Link-Funktion finden, eine Funktion dieses Patientenstatus, die sich dann einfügt in diese Interpretation und die sich einfügt in so ein lineares Modell, das wir sie auch mit einer Gerade finden können. Und was wir jetzt machen, ist, ich verallgemeinere das nur, ich lasse dieses Zahlenbeispiel jetzt hinter mir, ich verallgemeinere das Problem nur. Wir bleiben aber bei diesem Patientenstatus. Wir bleiben gerne dabei zu sagen, du bist Patient oder du bist nicht Patient. Was ich jetzt mache ist, mit euch, hier unten braucht ihr noch nicht hingucken, wobei die es wollen, können natürlich auch sich hier schon ausgucken. Aber ich bleibe mal da oben bei diesem Text hier. Wir nehmen jetzt mal an, einen Patienten zu beobachten ist eigentlich, wenn ich nichts über diese Daten weiß, ist das wie ein Münzwurf. Ja? Das ist ein Bernoulli-Ereignis. Ich ziehe jetzt einen Datenpunkt raus und entweder das ist halt gleich ein Patient oder es ist kein Patient. Da wird gleich draufstehen P oder K, P oder Kontrolle. Oder ich kann auch sagen, da wird draufstehen 1, Patient oder 0. Diese zwei Zustände. Und ich kann also sagen, Y, was mich eigentlich interessiert, was ich hier modellieren möchte, ist, das muss ich mir erstmal klar machen, ist eigentlich eine Bernoulli-verteilte Variable. Eine Bernoulli-Verteilung hat genau einen Parameter, nämlich die Wahrscheinlichkeit, mit der das eine Ereignis, also wir würde sagen der Erfolg, eintritt. Und ich greife jetzt hier mal ein bisschen geschwollen zu einem griechischen Buchstaben, weil das letztlich natürlich ein unbekannter Parameter ist. Deshalb heißt es hier mal Pi, ein bisschen vornehmer statt P. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du also Patient bist, entspricht dem Erwartungswert dieser Bernoulli-verteilten Zufallsvariable. Deshalb kann ich schreiben, E meiner Zufallsvariable, der Erwartungswert meiner Zufallsvariable entspricht Pi. Und dieses Pi, das ist deshalb jetzt hier nur in Orange, das ist jetzt irgendein Wert. Den kennen wir natürlich nicht. Zum Beispiel 0,3. Das hieße 0,3, hieße also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt zufällig irgendjemand rausziehe, dass der ein Patient ist, beträgt etwa 30%. Ja, das wäre einfache Wahrscheinlichkeit. Das ist also hier jetzt nur ein bisschen nochmal ein bisschen ein grundlegender Ausdruck, um zu sagen, was ist eigentlich unsere Y-Variable? Und die hat eigentlich einen Erwartungswert. Das Ganze steuert darauf hinzu, dass wir sagen könnten, uns interessiert also die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Patient bist. Können wir auch mal bezeichnen, tun wir im Weiteren auch als P-Patient. Was wir jetzt brauchen, ist das Konzept der Odds. Wir hatten, glaube ich, in diesem Jahr eingangs ja auch darüber gesprochen, in so einer Art, nochmal Aufwärmrunde hatten wir über Odds versus Wahrscheinlichkeiten gesprochen und jetzt sehen Sie auch, warum ich das wieder brauche. Und Sie sehen, werden im Folgenden auch sehen, dass die Odds eben, und vor allem dann die Log-Odds, der sogenannte Logit, schöne Eigenschaften hat, die uns hier nutzen. Also, Odds heißt nichts anderes als, ich führe keine neue Information dazu, wenn ich dir sage, deine Wahrscheinlichkeit, ein Patient zu sein, ist 30%.
Oder wenn ich sage, die Odds von dir, ein Patient zu sein, sind Punkt 30 geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, nicht Patient zu sein, also Punkt 70. Ja? Also Pi geteilt durch 1 minus Pi oder P-Patient geteilt durch 1 minus P-Patient. Ja? Das sind die Odds. Oh, das war zu schnell, das steht auch gar nicht mehr auf dem Slide, auch gut. Und entsprechend könnte es eigentlich auch ein bisschen größer hier sein. Und jetzt machen wir noch einen zusätzlichen Trick. Wir nehmen den Log davon. Wir nehmen die Log-Odds. Ja? Deine Odds, Patient zu sein, war dieser Ausdruck hier. Beruht aber nur auf P, sehen Sie das? Einfach, ist eine einfache Funktion von P, keine anderen Unbekannten. Und jetzt nehme ich nur noch den Log. Wir können also sehen, dass P versus den Logit einfach eine Funktion ist. Wie diese Funktion aussieht, sehen wir gleich. Aber es ist also erstmal eine einfache Transformation, die Logit-Transformation. Und jetzt könnten wir sagen, wir haben einen, ja, einen linearen Prädiktor, der besteht aus dem Intercept und dieser Reaktionszeit. Den kann ich zusammengefasst so schreiben, das können Sie hoffentlich akzeptieren, dass ich sage, da drin versteckt sich ein Beta 0, was mit einem Regressor aus Einsen multipliziert werden muss. Also das ist eine Konstante, das ist der gleiche Wert für alle. Und dann versteckt sich hier drin, noch ein bisschen interessanter, ein Beta 1, was mit jeder Reaktionszeit des Probanden multipliziert werden muss. Ja? Jetzt also die Frage, welche Link-Funktion G bringt uns nun, linkt uns von unserer Wahrscheinlichkeit, ein Patient zu sein, zu unserem linearen Prädiktor? Ich habe hier gerade auf dem letzten Slide, wo ich so viel Technisches über Wahrscheinlichkeit erzählt habe, vielleicht das unterschlagen. Ich sage es noch einmal deutlicher. Was wir also modellieren wollen, ist deine Wahrscheinlichkeit, Patient zu sein. Richtig? Wir hatten gesagt, ja, du einzelne Beobachtung bist entweder Patient oder nicht, 0 oder 1. Ähnlich wie wir beim linearen Modell aber eben auch gesagt hatten, wir modellieren, das schreibe ich da oben nochmal hin, ja, beim klassischen GLM hatten wir ja auch gesagt, wir modellieren eigentlich den Erwartungswert für y, für dein, also letztlich, ja, für die Variable y, gegeben unsere Regressoren. Ja. Und das bleibt eigentlich nach wie vor so, auch beim generalisierten linearen Modell, machen wir das Gleiche. Wir wollen den Erwartungswert einer Variable vorhersagen, gegeben unsere Regressoren. Nur ist die Lage jetzt dadurch kompliziert, dass das, dieser Erwartungswert, eine Wahrscheinlichkeit ist. Ja? So, welche Link-Funktion könnte dies für uns leisten? Die logistische Funktion. Denn die logistische Funktion funktioniert also so, wir bilden erst die Odds. Und das ist hier grafisch gezeigt aus einem alten Testtheorie-Lehrbuch, eine schöne Abbildung. Wenn meine Wahrscheinlichkeiten sind immer zwischen 0 und 1 eingesperrt, wie ich immer sage. Ja? Sie in Odds zu transformieren, befreit sie sozusagen in der einen Richtung. Odds können minimal sich an 0 annähern, aber maximal kann es fast durch die Decke gehen. Ja? Kennen Sie vom Wettquotienten, das kennen wir, die Chance kann sehr, sehr groß werden. Und wir haben das auch, glaube ich, hier mal zusammen gemacht. Wenn Sie jetzt für P was sehr, sehr Großes einsetzen, dann gegen die Odds quasi, das sieht man hier auch nochmal, große Wahrscheinlichkeiten streben wirklich gegen unendlich, während sehr kleine Wahrscheinlichkeiten gegen 0 gehen. Und die 1 hat quasi die gleiche Funktion wie bei der Wahrscheinlichkeit, die Punkt 5, also die 50% Wahrscheinlichkeit, entspricht einem Odds von 1. Ob es passiert, P, oder ob es nicht passiert, 1 minus P ist gleich. Ja? Das ist irgendwie cooler als das für ein lineares Modell, aber noch cooler ist es, wenn man eben den Log der Odds nimmt, weil der sozusagen, jetzt hier oben sind jetzt die Odds, die gehen von 0 bis unendlich, weil der die quasi nochmal nach unten hin aufspreizt. Der führt dazu, dass quasi eine Wahrscheinlichkeit von 0 Richtung minus unendlich geht, also das war ja, das waren Odds nahe 0, war auch eine Wahrscheinlichkeit nahe 0, die geht jetzt Richtung minus unendlich und oben bleibt es also so, dass die Odds, wenn sie natürlich Richtung unendlich gehen, geht auch der Log davon gegen unendlich, nur ein bisschen langsamer, genau. Und so haben wir jetzt quasi die Log-Odds uns gebaut aus der Wahrscheinlichkeit, dass eine Variable
einen bestimmten Wert annimmt. Genau, und hier sehen wir jetzt einmal die sogenannte Logit-Funktion. Die Logit-Funktion ist tatsächlich unsere Link-Funktion. Warum ist sie das? Weil sie uns Wahrscheinlichkeiten, die zwischen 0 und 1 sind, transformiert, linkt auf einen Wertebereich von minus unendlich bis plus unendlich. Das ist jetzt hier noch gar nicht so gezeigt, das ist erst minus Punkt 5 bis Punkt 5, aber da kann eben noch, das geht dann sehr steil Richtung minus unendlich und plus unendlich. Und das beseitigt quasi die Probleme, die wir mit der binären Antwort eigentlich gehabt hätten. Nun ist also endlich, 20 Minuten später, die logistische Funktion da und die linkt uns jetzt erstmal, also der Logit sozusagen, muss man noch gleich noch abtrennen von der logistischen Funktion ein bisschen, der Logit verknüpft uns quasi linear unsere Wahrscheinlichkeit, die uns interessiert, die Wahrscheinlichkeit, dass du Patient wirst, mit unseren Regressoren, die wir auf der rechten Seite haben, und das machen wir eben, indem wir diesen Logit betrachten, statt die Wahrscheinlichkeit direkt. Okay? Und jetzt ist es nämlich so, dass wir wieder ganz normale lineare Modellsprache wählen können. Jetzt können wir sagen, zum Beispiel, je kleiner der lineare Prädiktor, desto kleiner wird der Logit der Response-Wahrscheinlichkeit, hier steht Response, der Patientenwahrscheinlichkeit. Genau, das ist hier nur nochmal ein Beispiel. Wir hatten, wenn wir eigentlich sozusagen, was wir machen wollen, ist das, was oben gezeigt ist, und was wir wirklich machen, ist das, was unten gezeigt ist. Das sind die gleichen Daten. Alles, was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe eben diese y-Variable Logit transformiert. Ja? Also diese y-Variable, die eine Wahrscheinlichkeit, dass du Patient bist, abbildet, gegen einen linearen Prädiktor dieser Wahrscheinlichkeit abgetragen, dann ist das halt nicht linear. Ja? Aber was linear ist, ist der lineare Prädiktor gegen den Logit. Ja? Das sind natürlich simulierte Daten. Hier oben steht mal die Gleichung dafür. Was ich eigentlich machen wollte, ich habe den Logit von y modelliert als minus 2 mal einen Regressor plus einen Fehler, wie Sie sehen. Ja? Das können Sie, so eine kleine Population, die ich mal für uns simuliert habe hier. Aber das hier unten, mit sowas kann das lineare Modell umgehen, mit dem kann das lineare Modell nicht umgehen. Ja, und deshalb ist das generalisierte lineare Modell das hier. Unter der Haube ist also alles, was wir im Weiteren machen, auch linear. Nur die y-Variable ist transformiert worden oder hat eine Link-Funktion gesehen. Und hier sehen wir jetzt die eigentliche logistische Funktion noch. Denn die logistische Funktion, wie man sie auch zurzeit aus der Pandemie kennt, so sieht nämlich auch die, das hatte ich kurz erwähnt, auch in einem Falle, wenn ein biologischer Prozess in die Sättigung geht, dann geht er quasi oben auch sozusagen, nähert sich wieder der vollständigen Durchseuchung an. In der Mitte gibt es aber so ein quasi exponentielles Moment, und zwar bis zu diesem Wendepunkt hier. Die logistische Funktion ist quasi die, die brauche ich jetzt eigentlich wieder doch dafür, wenn ich, mich interessieren nicht Logits, ich habe keine Ahnung von Logits, ich kann Logits nicht interpretieren. Interpretieren kann ich im Ende natürlich doch wieder nur Wahrscheinlichkeiten. Aber wenn ich von der Wahrscheinlichkeit zum Logit dieser Wahrscheinlichkeit komme, also zu den Log Odds, dann kann ich auch rückwärts gehen und kann natürlich das auch wieder, das war unser Ausdruck, den wir gesagt haben, die Log Odds, als lineare Funktion, dann kann ich das natürlich auch rückauflösen, zum Beispiel indem ich dieses Log werde ich erstmal los, indem ich e hoch das Ganze wieder mache, und dann kürzt sich das hier weg und dann ergeben sich eigentlich letztlich zwei Funktionen. Die eine Funktion, das ist hier in rot gezeigt, ich kann sagen, ich modelliere die Wahrscheinlichkeit, dass der Zustand 1 eintritt, ja. Bei einem positiv linearen Zusammenhang im generalisierten linearen Modell hieße das, wenn x anwächst, wächst auch die Wahrscheinlichkeit an, p, dass die y-Variable gleich 1 wird, wächst dann mit dieser Funktion an. Die kennen die Psychologinnen und Psychologen aus der Testtheorie, diese logistische Funktion. Ja. Die sieht gefährlich aus, da steht jetzt e hoch mein linearer Prädiktor, geteilt durch 1 plus
E hoch mein linearer Prädiktor. Das kann ich einfach umschreiben. Das hat mich hat das, glaube ich, 15 Jahre lang total verwirrt, wenn ich das immer gesehen habe, weil ich dachte, was ist jetzt los? Dabei ist es einfach, das ist einfach dasselbe, ob ich schreibe 1 geteilt durch 1 plus E hoch minus den linearen Prädiktor. Ich drehe nur den ganzen linearen Prädiktor hier unten um, weil er hier unten steht. Diese Funktion bringt mich also hier von einer niedrigen Wahrscheinlichkeit zu einer hohen Wahrscheinlichkeit im Falle eines positiven Zusammenhangs. Ich kann aber umgekehrt auch sagen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eben kein Patient bist? Ja, dann muss ich das einfach umdrehen. Sehen Sie das? Dann dreht hier einfach dieses Vorzeichen um. Dann ist es einfach 1 durch 1 plus e hoch den linearen Prädiktor, aber mit anderem Vorzeichen. Dann ist es diese gestrichelte Linie hier. Gleiche Funktion, nur geflippt. Sehen Sie auch, dass offensichtlich dieses kleine Vorzeichen hier, bei Rot ist hier so ein Minus, bei Orange ist keins, dass das den Flip der ganzen Funktion macht. Das ist die sogenannte logistische Funktion oder auch der inverse Logit, den wir benutzen, um dann letztlich die Ergebnisse unserer logistischen Regression wieder darzustellen. So, jetzt hatten Sie hoffentlich mal Pause gemacht und waren einen Kaffee trinken gegangen und kommen jetzt wieder und schauen hier nochmal rein. Auf Slide 19, erst der Unterlagen nach 45 Minuten, aber Sie sehen hier jetzt quasi oben nochmal die generalisierte lineare Regression. Bedeutet, ich habe rechter Hand meinen typischen linearen Prädiktor, aber ich muss die Y-Seite mit einer Link-Funktion versehen. Ich muss generalisieren, damit der lineare Zusammenhang wiederhergestellt ist. Diese Link-Funktion G, die wir hier eben benutzen, in der logistischen Regression, ja, ein Spezialfall sozusagen hier, das ist ein Spezialfall, logistische Regression, da benutzen wir den Logit als Link-Funktion. Okay? Genau. Und hier haben wir nur noch mal zusammengefasst, was ich schon gesagt habe. Wenn ich die rechte Seite, die Prädiktorseite linear haben möchte weiter, und das hätte ich gern, weil dann kann ich lineare Modelle rechnen, muss ich also die Link-Funktion anwenden. Und das kann ich aber auch wieder rückabwickeln, rücktransformieren, indem ich halt die linke Seite als nichtlineare Funktion schreibe und indem ich sage, zum Beispiel in dem Fall bei der logistischen Regression, wenn mich die Wahrscheinlichkeit interessiert, dann muss ich eben die rechte Seite als so eine logistische Funktion ausdrücken. Das haben wir jetzt hier nur noch mal zusammengefasst. Das ist ein bisschen redundant im Video, jetzt merke ich. Im Vorlesungssaal war das richtig, glaube ich, dann jetzt das noch mal so zu zeigen. Das sind noch mal die Daten, die wir quasi schon hatten. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Patient bist? Was ist der Erwartungswert für die Variable Patientenstatus, gegeben diesen X-Regressor-Reaktionszeit? Dann kann ich hier diese logistische Funktion mal reinplotten, quasi sozusagen. Und kann, weil ich jetzt hier auf dieser Achse quasi gerade nicht den Logit abtrage, sondern die Wahrscheinlichkeit direkt, die mich auch interessiert, dann muss das natürlich jetzt nicht linear sein, sondern dann ist das diese logistische Funktion, in der aber ganz wichtig und nicht durcheinander bringen lassen, hier ja unser linearer Prädiktor drinsteckt, den wir auch wie immer dann schätzen. Nur schätzen wir ihn eben für den Logit statt direkt für die Wahrscheinlichkeit. Also kann ich jetzt fragen, wie ändert sich, und das ist jetzt, da gehen wir jetzt Richtung Interpretation dessen, was wir dann für Beta natürlich gleich bekommen, dass wir jetzt sagen, die zwei typischen Fragen. Die eine Frage rund um den Intercept wäre, was ist a priori aller anderen Informationen die Wahrscheinlichkeit, dass du Patient bist? Oder könnt auch sagen, was sind die Odds, dass du Patient bist? Und dann kann ich sagen, wie ändern sich die Odds? Umgangssprachlich auch erstmal, wie ändert sich die Wahrscheinlichkeit? Die ändert sich ja dann mit. Aber wir modellieren es natürlich als die Änderung in den Odds. Wie ändert sich die Wahrscheinlichkeit, wie ändern sich die Odds, wenn ich jetzt die Prädiktoren berücksichtige, zum Beispiel diese Reaktionszeit? Und hier zum Beispiel in so einem Reaktionszeitregressor eine Unit, in dem Fall eine Logsekunde, das stimmt glaube ich nicht ganz, aber eine Unit weitergehen. Genau. Wie beurteile ich also die Regressionsgewichte in der logistischen Regression?
Diese Slide, den kommentiere ich jetzt, glaube ich, nicht groß. Den habe ich da aber drin in den Unterlagen, habe ihn auch drin gelassen, weil das schon wichtig ist, dass man da jetzt einfach orientiert ist. Dass man sich souverän bewegen kann zwischen der Wahrscheinlichkeit und Orts und dann den Log-Orts und dann auch wieder zurück, dass ich sage, ich kann aus Log-Orts auch wieder Orts machen, indem ich E davon mache. Und wenn das jeweils gilt mit dieser Gleichsetzung, dann muss ich natürlich entsprechend einem Gleichungssystem es immer auf beiden Seiten machen. Also wenn ich irgendwie E hoch mache, dann muss ich auf beiden Seiten E hoch machen. Hier zum Beispiel bedeutet das, wenn ich zurück will zu den Orts, nehme ich E hoch die Log-Orts. Das heißt aber auch, ich nehme E hoch meinen linearen Prädiktor. Und das ist eigentlich das Wichtigste auf dem Slide, denn das brauchen wir gleich bei der Interpretation, dass wir E hoch diesen Ausdruck eigentlich haben, wenn wir die Orts haben wollen. Genau, und das kann ich dann eben auch wieder jeweils rücktransformieren. Das ist also nur ein kleiner Transformationsslide, wo Sie hier unten auch mal nochmal ein Zahlenbeispiel haben. Ja, also wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, Patient zu sein, sei 80%. Okay? Dann kann ich das hier einsetzen und kann sagen, die Log-Orts davon sind 1,38. Das macht Sinn, weil das ist positiv. Und die Orts sind ja auch positiv, die sind nämlich 4. Also die Wahrscheinlichkeit, Patient zu sein, ist 4-mal so groß wie die Wahrscheinlichkeit, nicht Patient zu sein. 0,8 zu 0,2 ergibt mir 4. Aber sehen Sie, wie ich auch sagen kann, ich nehme E hoch diese Log Orts, dann komme ich auch bei den Orts raus. Ja? Lande ich auch bei 4. Slide, um sich da drin zu bewegen und mal ein paar Zahlen einzusetzen, ein bisschen zu spielen damit. Die Interpretation in einer logistischen Regression ist jetzt also so, dass wir sagen, wir bekommen natürlich ein B ausgespuckt. Es ist ja unter der Haube, haben wir gesehen, ein lineares Modell. Das lineare Modell hat aber die etwas kantige Interpretation, dass eine Änderung um 1 im Prädiktor so und so viel Veränderung in den Log-Orts bedeutet. Das ist richtig, aber das lässt sich nicht gut interpretieren, weil kein Mensch weiß, kein Mensch hat ein Gefühl für Log-Orts. Nur die absoluten Nerds der generalisierten linearen Modelle, denke ich, die den ganzen Tag sich damit beschäftigen. Was wir wollen, ist zumindest eine Interpretation, als so weitere statistische Community wollen wir eine Interpretation, die sich direkt auf die Orts bezieht. Und deshalb arbeiten wir mit E hoch B bei der Interpretation, Entschuldigung, statt mit B. Wir sagen also, wenn ich den Prädiktor X1 um eine Einheit erhöhe, wie ändern sich die Orts, dass eine Beobachtung der Kategorie entstammt? Und die Ortsänderung, die klingt schon verdammt nach den Orts im einen Zustand versus die Orts geteilt durch die Orts im anderen Zustand, Orts-Ratio. Es wird sich also gleich ergeben, dass wir E hoch B als Orts-Ratio bezeichnen, als Veränderung der Orts. Genau, wenn ich also frage, wie ändern sich die Orts, wenn das eine Beobachtung der Kategorie Y gleich 1, zum Beispiel Patient, entstammt, wenn der Prädiktor sich ändert, dann kann ich sagen, sie ändern sich multiplikativ um E hoch B. Dieses Multiplikative, wir sehen es, glaube ich, gleich nochmal an der Gleichung. Genau. Hatte ich gesagt, deshalb lesen wir E hoch B, wie es in den Tabellen steht, oder exp von B als Odds Ratios. Ja, und das spielt in der Epidemiologie und in der klinischen Psychologie eine Riesenrolle. Wir benutzen das so in unserer Arbeit, kognitiven Neuroscience, kognitiven Psychologie. Wenn wir Verhaltensdaten modellieren, stehen wir oft vor der Frage, wir wollen wirklich für jeden einzelnen Durchgang für dich Vorhersagen treffen, oder wir wollen modellieren, warum du einen Trial richtig hattest versus einen Trial falsch. Wir haben also immer eine Lösungswahrscheinlichkeit letztlich für ein Item, würde man als Psychologe sagen. Und das kann man auch so modellieren, und dann hat man es auch in der kognitiven Psychologie mit solchen Odds-Ratios dann zu tun. Also hier ist ein Beispiel aus dem Golwitzer und Schmidt, was ich Ihnen noch anbieten wollte. Hier passiert Folgendes. Das ist ein Datensatz, den finden Sie im Eid auf Seite 809, wo gefragt wird, sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden? Ja, nein.
Wir sehen also schon alle Anzeichen eines generalisierten linearen Modells, da die y-Variable, die wir modellieren wollen, gleich eine binäre Variable ist. Ja? Und jetzt wird uns gegeben als Ergebnis schon, darauf können wir uns gleich, das steht hier jetzt auf jedem Slide hier oben, das ist immer die Erinnerung, was passiert. Aber hier geht es jetzt erstmal um die Zahlen. Uns wird schon gegeben eine Intercept-Schätzung B0 oder Beta-Hut 0, ist ein bisschen verrutscht, von 0,449. Und dann würden uns zwei Regressoren noch berichtet, oder die Regressionsgewichte für zwei Regressoren, die in diesem Modell waren. Erstens die Anzahl positiver Tagesereignisse. Lustiges Detail, Anzahl positiver Tagesereignisse ist ebenfalls wahrscheinlich eine Poisson-verteilte Variable und eine Zähldaten. Ist aber egal, weil wir für die Regressorenseite fordern wir keine Normalverteiltheit. Da fordern wir einen linearen Zusammenhang. Und es muss irgendwie metrische Informationen enthalten, damit es in ein lineares Modell passt. Aber sonst können wir das gerne machen, dass wir sowas wie Anzahl auf die rechte Seite packen. So, Anzahl positiver Tagesereignisse. Dafür gibt es ein B1 von 0,083. Und dann gibt es noch Anzahl Daily Hassles, zum Beispiel Bus verpasst. Also letztlich könnte man auch sagen Anzahl negativer Tagesereignisse. Die haben auch einen Einfluss, vielleicht, auf jeden Fall, also einen von 0 verschiedenen in der Stichprobe schon mal, und der lautet minus 0,123. So, wir wollen fragen, das ist durchaus auch eine Frage, das ist so jetzt wirklich das Level, auf dem Sie die logistische Regression schon verstanden haben sollten. Wir wollen jetzt in der Lage sein, aus diesen Zahlen, aus diesen drei Werten eigentlich, irgendwie sinnvolle Interpretationen zu machen. Fangen wir mal mit dem Intercept an. Wenn keine positiven oder negativen Lebensereignisse vorliegen würden, wir könnten auch sagen, wenn keine Information darüber vorliegen würde, wir hätten die jetzt gar nicht, ja? Aber wir bleiben im Modell, du berichtest keine positiven und keine negativen, dann ist x1 gleich 0 und x2 ist auch gleich 0. Dann kann ich ja trotzdem fragen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, du bist zufrieden mit deinem Leben? Und das Modell sagt dir dann auf den Kopf zu natürlich den Intercept nur. Es hat nur dann nur den Intercept, denn die anderen Terme werden ja 0. Und der Intercept war ja jetzt 0,449. Wenn ich das aber einsetze, muss ich ja quasi, also das ist diese Umformung, die wir auf den vorigen Slides gemacht haben, wo wir gesagt haben, können Sie gerne nochmal zurückspringen, Pause, bei Minute 57 und springen mal kurz ein bisschen zurück. Das ist ja nur eine Umformung. Das hier ist unser linearer Prädiktor da oben, 0,449. In der logistischen Funktion steht er aber quasi mit minus der lineare Prädiktor da drin. Deshalb muss ich hier einsetzen, um die Wahrscheinlichkeit zu bekommen, muss ich einsetzen 1 geteilt durch 1 plus e hoch minus mein B0, ergibt 0,61. Puh, ist erstmal gut gegangen, weil da sollte jetzt eine Wahrscheinlichkeit rauskommen und da kommt zumindest was raus, was mit einer Wahrscheinlichkeit kompatibel ist. Das ist zwischen 0 und 1. 0,61. Was heißt das? Das bedeutet, wenn ich nichts über dich weiß oder du zumindest auch keine positiven, negativen Lebensereignisse hattest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zufrieden bist mit deinem Leben, trotzdem größer als 50%, nämlich 60% etwa. Ja? Oder anders gesagt, dass du zufrieden bist, die Wahrscheinlichkeit verhält sich zur Zufriedenheit, dass du nicht zufrieden bist, 1,56. Das sind jetzt einfach nur die Odds sozusagen von dieser Wahrscheinlichkeit. Die Quote beträgt, oder die Odds betragen 1,57 zu 1, dass ein Proband zufrieden ist. Das ist das, was mein Vater immer als eher wie nicht bezeichnet, ja? Sozusagen. Also über 50%. Jetzt interessanter, üblicherweise wie immer im linearen Modell, natürlich die Auswirkungen unserer Regressoren oder die Effekte, die geschätzten Auswirkungen unserer Regressoren. Wenn ich jetzt diese positiven Tagesereignisse mir angucke, dann würde ich sagen, jedes positive Lebensereignis, die Einheit dieser Lebensereignisse ist ja quasi Anzahl oder Stück, also kann ich sagen, mit jedem Lebensereignis mehr ändern sich die Orts um Lebenszufriedenheit ja, geteilt durch Lebenszufriedenheit nein, heißt e hoch dann einfach diese Schätzung B1. Ich gehe nochmal kurz ein Slide zurück, Entschuldigung. Was hier passiert ist, ist ganz wichtig. Hier oben das einzusetzen in die logistische Funktion war ja sozusagen die eine Art, das zu machen. Dann komme ich direkt bei der Wahrscheinlichkeit raus. Hier unten wird aber quasi ein Schritt weniger gemacht. Hier kommen wir nur bei den Orts raus.
Und das ist eben das, was wir oft interpretieren. Insofern kann ich schon sagen, darauf ruht eigentlich unsere Hauptinterpretation. Jetzt machen wir mal einen roten Kasten drumherum. Und das machen wir auf den folgenden Slides jetzt auch. Wir sparen uns also diese Verwirrung hier, das in die logistische Funktion einzusetzen, um eine Wahrscheinlichkeit rauszukriegen. Sondern bei den x ist es jetzt gleich auch viel interessanter, weil wir ja jetzt immer Änderungen angucken. Wir gucken ja immer, was ändert sich an den Orts, wenn sich der Regressor um 1 ändert. Und das können wir eigentlich also viel einfacher machen, indem wir einfach hier einsetzen, e hoch und dann zwar nichts mit Minus, sondern einfach das b, wie es kommt, e hoch b. E hoch b ist 1,09. Heißt also, die Chance, dass du sagst, du bist zufrieden mit deinem Leben in meinem Modell, steigt um ein bisschen mehr als 1, also um den Faktor 1,09 mit jedem positiven Lebensereignis, was du hast. Ja, das ist also das, was typischerweise dann die Wahrscheinlichkeit erhöhenden Faktoren sind. Das sind die, die dann solche Odds-Ratios haben. Das sind jetzt Odds-Ratios. Warum? Weil sie sozusagen eine Veränderung der Odds ausdrücken mit einer Veränderung im Regressor. Hier größer 1. Was passiert für die negativen Lebensereignisse? Da müsste es, das ist ganz interessant, diese Bs sind ja in der Logit-Scale. Und dann müsste es jetzt eigentlich schon so sein, dass ein negatives B auch irgendwie in die andere Richtung geht als ein positives B. Und genau das bleibt auch erhalten, wenn wir es zurück zu Odds und Odds Ratios transformieren, indem wir sagen E hoch minus diesen Regressor. Nee, Entschuldigung, E hoch diesen Regressor und der hat halt schon ein negatives Vorzeichen. Also E hoch minus Punkt 1, 2, 3. Also E hoch was bisschen kleineres als 0. Da kommt was raus, ein bisschen kleiner als 1 ist, nämlich Punkt 88. Und dieses Punkt 88 bedeutet also die Wahrscheinlichkeit, dass du Lebenszufriedenheit berichtest, sinkt ein bisschen mit jeder Unit mehr im zweiten Regressor hier, bei jedem negativen Lebensereignis mehr. Okay? Also wer sehr firm ist mit Odds Ratio noch aus der Statistik 1 oder aus seinem Grundstudium, der ist jetzt hier gut aufgehoben. Die anderen müssen sich da nochmal reindenken. Wir haben dazu aber auch noch ein Slide, wo wir das nochmal gleich sehen. So, zum Abschluss in den letzten paar Minuten. Ich versuche das zügig zu machen. Wie teste ich Regressionsgewichte auf Signifikanz? Also es gibt noch viele offene Fragen rund um das generalisierte lineare Modell, was vor allem auch damit zu tun hat, dass das R-Quadrat nicht so funktioniert. Das stelle ich jetzt sogar mal zurück, weil das müssen wir uns extra anschauen. Machen wir nächstes Mal. Was wir aber gerade machen können, weil wir Regressionsgewichte interpretiert haben, ist zu sagen, okay, ja, die Odds-Ratio, da kommt jetzt 1,09 raus, die Odds ändern sich also, erhöhen sich ein bisschen oder senken sich ein bisschen. Aber auch hier muss ich doch fragen, ist das jetzt signifikant von 0 verschieden, diese Veränderung? Also ist es wirklich so, dass ich an diesen Regressor irgendwie meine Interpretation koppeln sollte oder nicht? Und es gibt eigentlich drei Tests, können Sie gerne mal von gehört haben, tun Sie hiermit. Der erste ist der Wald-Test, von Abraham, benannt zumindest nach Abraham Wald, ganz wichtiger Statistiker, der also auch Mitte des 20. Jahrhunderts gewirkt hat. Der schlägt vor oder zeigt, dass das B, und jetzt ist B wirklich einfach immer das B, wie es aus dem Modell wirklich kommt. Also nicht diese interpretativen Tricks mit E hoch B und so, sondern wirklich das B. Quadriert, geteilt durch seine Varianz. Also sieht eigentlich aus ein bisschen wie eine T-Statistik, oder? Ich habe irgendwie einen Estimate und das teile ich durch seine Streuung im weitesten Sinne. Nur ganz spezifisch ist es hier so, dass Wald gesagt hat, das entspricht einer Chi-Quadrat-Verteilung, weil ich quasi so war, ich kann sagen, das ist quasi Chi-Quadrat verteilt, oder hat er gezeigt, dass das der Fall ist, dass, wenn die Nullhypothese gilt, dieser Regressor also keinen Einfluss hat, dass dann dieses Regressionsgewicht Chi-Quadrat verteilt ist mit einem Freiheitsgrad, B-Quadrat geteilt durch Standardfehler-Quadrat. Ist genau das Gleiche, weil der Standardfehler ist die Standardabweichung von B. Also kann ich sagen, Standardfehler Quadrat ist einfach die Varianz, B Quadrat durch die Varianz. Das ist der Wald-Test. Der ist nicht mehr so beliebt. Er gilt vielen als zu liberal, glaube ich. Sie sehen den schon oft berichtet. Zweitens, der sogenannte Z-Test,
Das ist jetzt eigentlich einfach wie die Wurzel aus dem ganzen Ding. Der ist noch einfacher. Das ist nämlich einfach zu sagen, das ist die simpelste Signifikanzbeurteilung, die Sie machen können. Dass Sie nämlich sagen, B geteilt durch seinen Standardfehler ist approximativ jetzt nicht mal T verteilt, wie sonst. Sonst muss man immer mit T-Verteilung uns rumschlagen an der Stelle. Sondern es wurde argumentiert, dass das einer Z-Verteilung einfach folgt, sprich einer Standard-Normalverteilung. Das ist natürlich super, weil dann können Sie das einfach ablesen. Sie haben in Ihrer logistischen Regression ein B und ein SE. Und selbst wenn der Z-Test nicht berichtet ist, können Sie die zwei durcheinander teilen und die ältesten Daumenregeln auspacken, die Sie kennen. Nämlich 1,96 ist so, also 2 letztlich ist der Marker für die Wahrscheinlichkeiten unter 5% dann unter der Nullhypothese, sodass Sie anfangen würden, die Nullhypothese zu verwerfen und eben vielleicht diesem Regressor, der so einen Z-Wert dann quasi produziert, beizupflichten. Was am meisten verwendet wird, ist eigentlich etwas, was jetzt ein kleiner Vorgriff auf nächste Woche ist, was wir auch im Labor üblicherweise derzeit verwenden würden. Wir probieren also aus, wir machen das Modell, indem wir jetzt zum Beispiel die Anzahl negativer Lebensereignisse mit reinnehmen ins Modell. Wir rechnen das Modell also einmal nur mit den positiven Lebensereignissen und so einem Intercept. Das wäre jetzt zum Beispiel hier Modell mit diesem Regressor. Und einmal rechnen wir das ohne diesen Regressor. Für diese Modelle, und das machen wir erst nächstes Mal, oder erwähnen das auch erst nächstes Mal richtig, können wir die Likelihood ausrechnen. Das lasse ich hier in diesem Video einfach stehen, dass ich sage, für jedes Modell, was ich habe, Datenparameter, kann ich eine Likelihood ausrechnen. Was der Likelihood Ratio Test macht, ist, der sagt, ich vergleiche letztlich nach einer ganz einfachen Regel die zwei Likelihoods. Einmal die Likelihood des Modells, wo der Regressor dabei ist, und einmal die Likelihood, wo der nicht dabei ist. Und dann weiß ich, das ist der klassische Likelihood-Ratio-Test, den also Neumann und Pearson auf jeden Fall schon kannten, nämlich minus zweimal die Logs dieser Likelihoods abgezogen. Das ist das gleiche wie minus zweimal der Log der Likelihoods geteilt durcheinander. Ist Chi-Quadrat verteilt mit einem Freiheitsgrad oder genauer gesagt mit so viel Freiheitsgraden, um wie viel Anzahl Regressoren sich diese Modelle unterscheiden. Wenn wir es hier gerade benutzen, um einfach für einen Regressor zu sagen, machst du das Modell besser, dann ist es auch einfach ein Freiheitsgrad. Und den verwenden wir relativ viel. Den würde ich auch Ihnen empfehlen, wenn Sie die Möglichkeit haben, in R zumindest, Chamovi müssen wir mal schauen, der Likelihood Ratio Test ist das hier angeratene. Gut, wichtig noch zu bedenken zum Schluss, dass wir sagen, 1, bei der Interpretation der Regressionsgewichte aus einer logistischen Regression ist 1 die magische Grenze, nicht die 0. Also in der linearen Regression hatten wir gesagt, die Bs sind die von 0 verschieden. Hier fragen wir jetzt eigentlich das Odds Ratio von 1 verschieden. Man könnte also auch, wenn man es sich als Konfidenzintervallproblem anschaut, fragen, überlappt das Konfidenzintervall, was mir mein Statistikprogramm für E hoch B rausgibt, oder ich rechne mir es zur Not selber aus, wenn ich nur für B Konfidenzintervalle habe, dann muss ich halt E hoch B machen für die Grenzen, schließt es die 1 mit ein oder nicht? Weil mir das sozusagen eine Spanne plausibler Werte gibt für den wahren Einfluss dieses Regressors auf Populationsebene. Ja? Also 1 ist hier der kritische Wert. Und wenn Sie jetzt in epidemiologische Psychotherapie-Forschungspaper sonst wo reinschauen und es werden Ihnen Odds-Ratios berichtet, werden Sie sehen, müsste immer so sein, dass die Autoren ein großes Fass aufmachen, wenn das Konfidenzintervall die 1 nicht einschloss. Das könnte bei sogenannten protektiven Faktoren, könnte das auch hier liegen. Es könnte also sein, wenn es zum Beispiel geht, was senkt die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall bei einer Krebserkrankung, dann hätten wir eigentlich gern hier unten ein Konfidenzintervall, was die 1 nicht einschließt, weil wir sagen, wenn du nur so und so viel grünen Tee trinkst pro Woche, dann hast du irgendwie weniger Wahrscheinlichkeit, an Krebs wieder zu erkranken, und entsprechend senken wir die Odds einer Erkrankung und wir multiplizieren die Odds mit einem Faktor kleiner als 1 und sind also in diesem Bereich hier. Das sind quasi die protektiven Faktoren. Aber auch da ist natürlich das Interessante, ist die 1 ausgespart oder nicht. Ja? Zwei Beispiele
Zum Schluss, die lasse ich hier jetzt nur drin, die werde ich jetzt in das Video hinein nicht kommentieren. Wir können das gerne dann nochmal besprechen. Ein Beispiel hier dreht sich um eine Hazard Ratio, die man genauso wie Odds Ratios interpretiert. Also wenn man, wir hatten gesagt, Hazards sind auch Wahrscheinlichkeiten und entsprechend kann ich auch die umrechnen. Das wurde, glaube ich, ganz vorne auf dem ersten Hazard Slide ja auch mal gemacht, wurde dann umgeformt in eine Hazard Ratio und auch dort die Log Hazard Ratio. Und die Cox Regression, die macht genau das, die benutzt also nicht den Logit der Wahrscheinlichkeit, sondern letztlich den Logit des Hazards, kann man sagen, Log von Hazard Ratios. Und modelliert den. Und dieses Paper hier ist eher so aus meinem Bereich. Da wurde nämlich versucht zu schauen, welche Faktoren einen Einfluss haben auf das Risiko, das 5-Jahres-Risiko Demenz zu entwickeln. Incident Dementia, Neuauftreten von Demenz quasi in Abhängigkeit vom Hearing Loss. Die Schlussfolgerung können Sie gerne sich mal selber dran üben, können wir dann vielleicht besprechen. Wie interpretieren Sie, also wenn Sie gegeben meine Info, dass Sie ein Hazard Ratio genauso wie ein Odds Ratio interpretieren können, was machen Sie aus dieser Information? Was ist der Hazard für 10 dB Hearing Loss? Was bedeutet diese 1,27, die hier gegeben ist? Und dann noch, und ja, auch noch eine interessante Frage für den Taschenrechner, wie lautet eigentlich genau das B, das Beta, wie es aus dem Modell ausgespuckt wurde? Das hier ist das, was der Autor daraus macht als Interpretation. Aber wie lautete in seinem Modell, in seinem Statistik, was stand da für eine Zahl, das B? Das können Sie jetzt auch rausfinden. Und letztes Beispiel, was ich auch nicht in ausführlich jetzt hier besprechen möchte, ist nur eine ganz lustige Studie. Die hat ebenfalls Cox Proportional Hazards verwendet, also ebenfalls Cox Regression, ebenfalls Hazard Ratio statt Odds Ratio. Und die hat das Versterben in den nächsten 5 Jahren, All-Cause Mortality, einer meiner Lieblingsbegriffe in der Epidemiologie. Also an was auch immer du gestorben bist, wir modellieren jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst in den nächsten 5 Jahren, beziehungsweise an einem großen Datensatz, dass du gestorben bist in den nächsten 5 Jahren. Kann ich natürlich nur machen, wenn ich es auch weiß, wer alles verstorben ist. Eine Riesenstudie hier mit, glaube ich, 140.000 Menschen. Und da zeigte sich, dass die Grip Strength, also die Stärke, wie stark du bei so einem Kraftmesser zudrücken kannst, ein erstaunlich guter Prädiktor dafür ist und hat definitiv die Modelle verbessert, sagen die Autoren, hilft uns beim Vorhersagen, ob du verstirbst oder nicht. Das Paper hatte quasi den großen Aufmacher zu sagen, Prognostic Value of Grip Strength. Ja, gucken Sie sich das mal an, ist ganz lustig, das Paper kann man auch googeln und vielleicht gucken Sie sich hier bitte auch mal jetzt gucken, ob das hier drauf ist. Hier ist die eigentliche Ergebnis. Hier haben wir ebenfalls wieder Hazard Ratios plus minus 95% Konfidenzintervalle und dann haben wir hier mehrere gegeben. Das ist, glaube ich, so eine Art Sport, dieses MET, Blutdruck und diese Grip Strength. Gut, das soll es gewesen sein. Logistische Regression, sich bitte sehr, sehr gerne auch doch einmal bei Fox oder auch bei Gollwitzer durchlesen. Eid-Gollwitzer machen das sehr, sehr methodisch, dass sie so zwischen Wahrscheinlichkeit und Orts und Log-Orts hin und her wechseln, wie ich das hier auch versucht habe, aber die machen es gründlicher. Und von denen ist auch das Beispiel ja mit den Anzahl Lebensereignissen. Gut, bis zum nächsten Mal und gute Zeit Ihnen.